Alko. Quality for Life. Hey, ich bin Elisa und Azubi bei der Alois Kober GmbH. Unser Motto ist Quality for Life. Wir sind hier an unserem Standort in Kötz, sind aber auch mit über 30 weiteren Standorten international aktiv. Wir haben weltweit über 2650 Mitarbeiter und bilden jedes Jahr 20 bis 24 Azubis und duale Studenten in unserem Werk in Kötz aus. 2016 erfolgte der Zusammenschluss von Alko und Dextre zu Dexco, wodurch wir zu dem führenden Chassis- und Fahrzeugtechnikhersteller im leichten Segment wurden. Ich bin Sarah, bin im zweiten Ausbildungsjahr und lerne Industriekauffrau. Bin bei der Alko Fahrzeugtechnik, weil die Mitarbeiter und Azubis mit verschiedenen Zusatzqualifikationen unterstützt werden. Beispielsweise bekommen wir Rabatte bei Alko-Produkten und bei anderen Anbietern. Jeder Azubi und duale Student bekommt einen Paten zugeteilt, der bei Fragen immer zur Seite steht. Außerdem gibt es das Junior Campus Seminarprogramm, wo verschiedene Englischschulungen angeboten werden oder zum Beispiel das Seminar Präsentationstechniken. Außerdem gibt es auch Azubi Goes Adventure, wo man beispielsweise eine Höhenexpedition machen kann oder raften geht. Ich persönlich finde das Betriebsklima hier sehr gut, weil wenn ich Fragen habe, dann helfen mir meine Kollegen immer weiter. Als Industriemechaniker lernen wir in der Alko internen Lehrwerkstatt alle Grundlagen, die wir für die Fertigung benötigen. Zusätzlich erhalten wir viele Lehrgänge, wie zum Beispiel Pneumatik und Roboterprogrammierung. In unserer modernen Lehrwerkstatt werden die Prüfungen vorbereitet und durchgeführt. Somit können wir die Zwischen- und Abschlussprüfung an uns vertrauten Maschinen durchführen. Wir haben einen Brotzeitservice, der jeden Tag durch die Hallen fährt und eine gute Kantine, in der wir uns mittags treffen können. Das ist eins unserer Produkte der Alko Fahrzeugtechnik. Um es herzustellen, benötigen wir verschiedene Abteilungen mit vielen Mitarbeitern. Diese Mitarbeiter werden in der Personalabteilung mit meiner Hilfe eingestellt, zum Beispiel Nina aus der technischen Entwicklung. Hallo, ich bin Nina und ich lerne technische Produktdesignerin. Bei mir entsteht jedes Produkt als Zeichnung und ich erstelle ein 3D-Modell und lege alle produktspezifischen Merkmale fest. Weiter geht es damit im Auftragsmanagement und im Einkauf. Mein Name ist Daniel und ich bin im zweiten Ausbildungsjahr zum Industriekaufmann. Im Einkauf werden die Angebote eingeholt und die Lieferanten verglichen. Aufgaben des Auftragsmanagements sind die Sicherstellung der Verfügbarkeit des Materials und die Bestellung für die Produktion. Ich bin Christina, auszubildende Industriekauffrau im dritten Ausbildungsjahr. Die Waren, die Daniel bestellt hat, kommen bei mir im Wareneingang an. Sie werden eingelagert und zum entsprechenden Zeitpunkt von der Fertigung aus dem Lager entnommen. Mein Name ist Lukas. Ich bin Fachkraft für Lagerlogistik im zweiten Ausbildungsjahr. Am meisten Spaß mache ich das Staplerfahren. Da führt Alko mir den Lehrgang und den Staplerschein bezahlt. Ich bringe die verpackte Ware in die Produktion, wo sie weiterverarbeitet wird. Ich bin der Galip, mache die Ausbildung als Maschinenanlagenführer. Ich bin zuständig für das Einrichten, Umrüsten und das Bedienen der Anlagen. Bei mir werden die Platinen gelasert und dann in der Stanzerei in Form gepresst und gebogen. In der Schweißerei werden die Einzelteile des Fahrwerks miteinander verbunden. In der Ausbildung als Fachkraft für Metalltechnik übernimmt Alko die Kosten für den Schweißerschein. In der Achsmontage werden die verschweißten Teile dann vom Roboter montiert und fertiggestellt. Als Mechatroniker programmiere ich Roboter und behebe elektrische Funktionsstörungen an Maschinen und Anlagen. In der Qualitätssicherung bin ich für das einwandfreie Rohmaterial und die Funktionsweise der fertigen Produkte verantwortlich. Die fertigen Produkte kommen wieder bei mir im Versand an. Sie werden verpackt und für die Auslieferung an den Kunden vorbereitet. Ich bin die Lorena, Azubi im dritten Ausbildungslehrjahr. Ich möchte heute die Finanzbuchhaltung vorstellen. Zu den Aufgaben der Finanzbuchhaltung gehören die ordnungsgemäßen Buchungen, die Zahlungen der Lieferantenrechnungen sowie die Überwachung der regelmäßigen Zahlungseingänge unserer Kundenrechnungen. Dazu gehört natürlich auch das Mahnwesen.
bin die Christine und bin duale Studentin im zweiten Ausbildungsjahr. Die Abteilungen Marketing, Vertrieb und Kundendienst wirken über den gesamten Prozess. Damit man überhaupt über unsere Produkte Bescheid weiß, müssen diese vermarktet werden. Hierzu werden verschiedene Kommunikationsinstrumente wie Messen, Verkaufsförderung oder Werbung eingesetzt. Im Vertrieb kommunizieren wir mit unseren Kunden und setzen die Preise fest. Der Kundendienst ist Ansprechpartner für die Kunden nach dem Kauf. Er kümmert sich um Reklamationen, Ersatzteile und Erweiterungen. Ich bin Simone und absolviere mein duales BWL-Studium bei Alco. Während meiner dritten Praxisphase war ich an unserem Auslandsstandort in Frankreich, in Rouen. Dort arbeitete ich bei dem Projekt die Prozessoptimierung bei der Auftragserfassung mit und schrieb darüber auch meine zweite Projektarbeit. Die IT stellt bei uns die Hardware und die Software zur Verfügung und sorgt dafür, dass allen Kollegen bei Anwendungsproblemen und Fragen rund um die EDV weitergeholfen wird. Und das Beste an unserer Ausbildung ist, wir werden nach Abschluss garantiert übernommen. Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt für ein Schnupperpraktikum, eine Ausbildung oder ein duales Studium bei der Alco Fahrzeugtechnik. Wir freuen uns auf dich. Alco. Quality for Life.